Und plötzlich hat man viel zu viel Zeit. Viele meiner Klienten sagen, dass es gar nicht so einfach ist, diese Zeit sinnvoll zu nutzen. Glücksforschung zeigt, dass es aber zwei Formen gibt, von wie man sich selber glücklich machen kann. Zum einen nämlich über das Vergnügen und zum anderen über die Belohnung. Das Vergnügen bedeutet alle sinnlichen Erfahrungen, die wir machen können. Das heisst, wir können uns zum Beispiel etwas Feines zu essen machen oder ein feines Glas zu essen oder uns eine Rückenmassage gönnen. Oder aber wir können uns belohnen. Belohnung heisst, das ist immer dann, wenn das Glück im Nachhinein kommt. Nämlich immer dann, wenn wir uns über eine Herausforderung hinweg gewagt haben oder uns ein attraktives Ziel gesetzt haben. Das heisst, dass wir zum Beispiel glücklich sein können, indem wir in die Limmat hineinkommt, wenn sie eiskalt ist und das eine riesige Herausforderung war. Für all die, die das nicht so gerne so extrem machen, ist es auch hilfreich, mit einem Hobby anzufangen, das man schon lange mal machen wollte. Zum Beispiel einen Porträtkurs machen. Das Schöne ist, es sind beides Formen, die uns glücklich machen.